Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Wholesome App in Wholesome App Krimi. So, das ist der letzte Rest. Das war noch ein zweiter Wagen. Ein Wagen habe ich noch weggebracht. Nee, das ist dann noch drin. Das stellen wir jetzt aber erst hin. Weil das wird unten nicht reinpassen. Wir müssen auch noch die Silageballen von der Fläche holen. Das können wir eben fix machen. Und dann, sagen wir, können wir das noch zur Not runterbringen. Aber wir können jetzt erst die Klontarbeiten noch eben fix erledigen, was noch so ansteht. Wollen wir dann doch noch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Autosave, danke. Herzinfarkt ist coming. Und deswegen machen wir das eben. Weil jetzt dann wieder für das Disken. Ne, da holen wir eben noch die Silageballen von der Fläche. Stellen den eben an der Seite, den Ladewagen. Den Schlepper. Schlappen uns ausnahmsweise mal den Schlüter. Und vorne mit. Warum die Silageballen? Oh, Wolfgang. Ja, der hat auch Wolfgang. Und dann haben wir das nämlich auch schon wieder fertig. Dann können wir echt nächsten Tag in die Hülle fahren. Das ist richtig gut. Ja, und Kompost müssen wir halt jede Menge fahren. Ich schätze, wir müssen auch zwischendurch noch ein bisschen was mähen. Wir haben ja noch genug. Oh, ich hab schon wieder ein Déjà-vu. Jede Folge ist das. Wir brauchen ja doch eine ganze Ecke mehr. Können wir auch, glaube ich, eine Kipper runterfahren. Schippen wir hier dann am Hof im Mischstroh. Mit wenigen Maßnahmen, ne? Das war auch noch abladen. Später. Aber da das andere Moped gemietet ist, fände ich es sinnvoller, ihm das andere jetzt zu machen. Ich hätte auch den letzten Rest jetzt hier im Heutrocken fahren können, aber nee. Das mag ich nicht. Nee, nee. Der kommt schön ins Tor. Wenn wir denn mit dem Wagen da reinkommen, ne? Was sich gerade ein bisschen schwierig gestaltet. Zack, Hauswand direkt auch mitgenommen. Sind wir Svenny? Vorne ist Glückssalve. So, komm, bis ans Getreideschrot ran. Schlepper auf. Oh ne, nicht die Taste drücken, die ist ganz gefährlich. Da liegt das Gras nämlich im Getreideschrot. Muss das Mehrweg abhängen, das Schlüpperdreieck bleibt hier dran. Dann muss ich hier hin. Oh, der ist auch ewig, die Schlüpper. Ist nur genug, hast du gesehen? Die hinteren Höfe wollte ich ja auch noch wegholen, ne? Ah, dann machen wir später jetzt erst Abflug zu Befisel. Das hat keinen Zweck, Leute. Guck mal, unsere Äpfel wachsen auf wieder. Richtig schicki vorne, ne? Ja, und das läuft hier, ne? Oh. So, Abflug. Safety first, ne? Ab zur Bergwiese, dann hoch zur BGA und dann wieder zur Bergwiese, wieder hoch zur BGA. Alter, nein. Und dann wieder auch noch ein Brackeldrama. Und nicht mehr heute. Es ist Dienstag immer noch, der 10.1. wo ich aufnehme. Ne? Ich würde gleich noch ein, zwei Folgen Westerhorde machen. Damit ich mal im Zeitplan bleibe. Und dann ist für heute Schluss mit uns. Ich bin ganz ehrlich. Voll der mich nicht mitmachen.
bin ich nicht so gut zufrieden. Und das Schlimme ist, ne, das merkt man auch dann in meinen Fokus, wenn ich nicht gut zufrieden bin. Ich kann mich nicht verstellen, habe ich schon mal gesagt. Das ist schlimm. Und das ärgert mich innerlich. Versteht ihr? Was willst du machen, ne? Nix. Oh, nur auf Drehzahl halten hier. Das Bergwiese. Check machen. Oh, Mensch, Schlüder, ey, das läuft hier, wä? Semmel, das läuft doch richtig gut hier. Schnellläufe. Ja, 50.000 Liter Gras waren das, ne? Von den beiden kleinen Wiesen. Zieht euch das mal rein. Nicht schlecht, nicht schlecht, wä? So, hier müsst ihr ein bisschen schneller fahren, den jetzt warm, ne? Ein bisschen Zug abkriegen, ne? Von Lüften und so. Dann freuen die sich, die Mädels. Wir können aber auch mal bei unseren Kälbern oben vorbeigucken, wie es bei denen aussieht. Ne? Wenn wir schon an der Bergwiese sind. So, da wir genug Geschwindigkeit drauf haben, macht halt hier nichts. Kannst hier lang brackeln, ne? Habt ihr schon mal das Real-Life-Video gesehen von diesem Weg? Von der Bergwiese bis zum Unterreiterhof gibt es bei Stefan Ludwiger im Kanal. Das ist richtig gut geschnitten worden. Und seht, wie viel hier noch rumliegen, ne? Alter, nein. Wir wollten nochmal eben ein Checkerchen, Guckerchen machen. Ich kann wohl gar nicht. Das ist viel zu viel hier. Nochmal eben aussteigen, Linsky. Zeigt er uns das so an, wie er es mit Ollen hat angemacht? Ne, zeigt er vor. Vier Kühe haben wir hier schon. Ja, Mama. Wir hätten das Schlepperdreieck da so angehört. Ist er nach unten gegangen? Wir brauchen nochmal ein Bild, ne? Und jetzt geht ohne Herd. Ruck! Oh, die Bilder gefallen mir so gut in LS17. Ich bin da ganz ehrlich. Ey, werden wir noch ein bisschen sammeln, ne? Müssen wir das auch alle runter haben? Ey, das ist nicht normal, was da zusammengekommen ist. Guck mal, das läuft. Was anderes kann man ja auch gerade nicht sagen, ne? Es rollt. Abflug zu beheben, ne? Wir sollten uns einen Wagen eigentlich, glaube ich, auch mal kaufen, ne? Obwohl ich eigentlich nicht so gerne mit Autolot spiele, ne? Aber ich glaube, bei diesen Rundbahnen im LS17 ist das ein Vorteil, wenn du so ein Ding besitzt. Wir sollen uns nichts vormachen. Und morgen hätten wir jetzt anderthalb Folgen gebraucht, um 8 Ballen aufzuladen, bis wir die oben hätten, dann wäre die dritte Folge rum. Nee, so wird das ein bisschen fixen, ne? Kommen ja alle zu BDA. Das ist für sie. Ich glaube, mit dem fahren wir Gülle. Das geht, glaube ich, ein bisschen fixer als mit dem Hyundai. Die 10 PS, ich hoffe, dass die nichts ausmachen. Ich muss mir sagen, wie es ist. Ne? Ja, ehrlich, ne? Wieso über die Holzer mitmachen?
Und fucking Wolfgang. Vorsicht, Wolfgang! Du Uschis. Moin. Ja, nein, hier ist aber auch ein Verkehr um diese Team, ne? Du. Ein Fernseher kaputt, ne? Und die gehen wahrscheinlich, wenn die aus dem Urlaub wieder da sind, ne? Die gehen noch keinen Schritt mehr spazieren, oder? Sag mal. Ich glaub's doch wohl selber nicht, ne? Gott sich da hinsetzen geschickt. Sag mal, hier brauchen wir da auch noch. Ne, wir haben ja hier Silage im Sinne. Oh, er geht in die Knie. Hätte ich ja jetzt nicht mitgerechnet. Wie ganz ehrlich. Nichts gesät hier dieses Jahr, oder was? Was ist der denn für eine Schlamperei? Den geht nicht. So läuft der Laden, ne? Na, hardcore vorne. Eigentlich, ah ne, wir haben gerade keinen Schlipper da. Dann müssen wir eben eine Bolle mit der Hand reinschmeißen, ne? Dass die weiterlaufen kann. Können wir ausnahmsweise mal machen, da eben zwei Bälle-Kiss mit der Hand reinschmeißen. Mit der Laden, die weiterläuft. Sie ist nämlich leer. Das ist uncool. Dann nehme ich mal den Draw ab. Ich schmeiß mal ihm ausnahmsweise mal zwei Ballen dann mit der Hand rein. Nee, nee, nee. Falsche Richtung. Nein, 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 der Bluff. Oh, mit dem Maus. Ne? Nix passiert, leben alle noch. Also, das läuft schon mehr. Mal machen wir das ja nicht, aber wenn wir jetzt ein bisschen eilig haben, müssen wir das ausnahmsweise mal so machen. Alter, nein, ey. Der Wind läuft dann noch. Ich hab immer voll Bock, eine Tür offen zu formen. Was ist das? Ach, geht nicht, weil halt einmal aus. Schade. Ja, Opfer. Ist ja Sommer, ne? Kannst du auch mal offen formen. Cabrioli. Muss nur noch das Dach abschreiben. Oder? Sicher. Guck mal, das ist gar nicht so uncool so. Wir haben schon wieder ein Portal das verdient, ne? Das läuft. Da können wir immer mal zwischendurch hinrücken. Futtern die BGA. Kriegen ein bisschen Geld, kriegen auf jeden Fall Gärreste. Das ist am wichtigsten. Ich finde, jemand Gülle zukaufen müssen, ne? Und auf die Dauer ist das nämlich ganz schön teuer, so Gülleformen und so, aber ich möchte halt organisch dünnen und nicht mit Mineralgüngerstreuer.
Deswegen machen wir das halt mal so. Ja, bis nachher, meine Goldschäfchen. Ja. Ja, hab ich doch gesagt. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Wegen der Kirche, ne? Nicht, dass der hinterher noch drei Vater unser beten muss, weil du zu schnell gewesen bist. Aber da kann uns nichts passieren, ne? Da stand ja 50. Wir fahren ja nur 52. Also, pff. Toleranz zockt. Moment. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Ja, ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, oh Wolfgang, hier auf dem Chaos-Kanal, wir wollen nichts mehr verpassen. Dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.